Da bin ich wieder. Ja. Ein bisschen ausgesetzt. Die letzten Worte, die man nie hören wird, waren... Jetzt wird man sie doch hören. Ich hasse dieses Spiel. Ja, vielleicht ist es nicht ganz so schlimm, aber... Ich liebe es auch nicht unbedingt. Und ich weiß nicht, wo ich hin muss. Da hinten. So komme ich da aber nicht hin, wie ich dachte. Hier ist auch nirgendwo noch eine Plattform, ne? Weil der reicht ja nicht. Nee. Das ist ja mal Pipifax. Da an das Rote müssen wir hin. Zu diesem Roten, nicht in das. Zu diesem. Hier konnte man doch aber sich... Ich habe hier keinen Griffpunkt gehabt. Ich schaue gleich nochmal. Hier ist, das ist der einzige Griffpunkt. Das soll richtig sein. Von da sind wir doch gekommen. Ich hatte ja die Fähigkeit, mich an bestimmten Stalagmiten festzuhaken, wie die da oben. Aber die sind ja hier auch nicht. Hier leuchtet ja nichts auf. Da geht's nur runter. Das ist ja mal eine Knobelaufgabe. So, damit ich nicht hier runterfalle, dann komme ich hier hin. Von da kommen wir doch. Ich habe mich doch hier oben lang gehangelt, bin denn hier rum und bin hier runter. Das kann ja eigentlich denn nur hier weitergehen. Ist denn auch der Dings aufgeladen? Der ist doch nur aufgeladen, wenn man... Seht ihr? Der ist nur aufgeladen, wenn man wieder irgendwo gelandet ist, aber das kann ich ja gar nicht. Aha. Da war eine Fläche, wo ich mich dran festhalten konnte. Ach, jetzt fehlt mir einmal so ein... Alles klar. Der Ring war leer. Schnell hin. So, jetzt gucken wir mal. Oh, hier ist ein Speicherpunkt. Und hier ist auch eine Fackel. Interessant, interessant. Da hinten kann ich hin. Aber ich habe jetzt einen Speicherpunkt. Auf so eine Stelle noch achten. Oh, verpasst. Kacke. Da habe ich jetzt nicht gedacht, dass ich den noch greife. Probieren wir gleich nochmal. Kommt zu kurz. Jetzt habe ich ihn.
Da ist schon wieder so eine Stelle. Da ist ein Griffpunkt. Die kann man auch greifen hier oder den. Da ist ein Kristall. Ich probiere erstmal so. Nein. Nochmal. Das war zu wild. Aber da sind so eine Stalagniten, die ich vorhin erwähnte. Gut. Ist alles wieder aufgeladen. Ah, ah. Scheiße. Sagt man nicht. Stinkt. Und dran hier. Ich krieg den da nicht mehr gegriffen. Ich war doch schon fast da. So, hier rüber. Ah ja, da haben sie mich verlassen. Das war schon ziemlich dicht. Dran, meine ich. Krieg ich nicht mal mit dir hingegriffen. So. Scheiße. Ja, einmal eine Mikrosekunde zu spät oder... Guck mal hier, das kommt... Ich muss dann in dem Moment auch drücken, wenn das aufleuchtet. Wenn ich das nur für Sekundenbruchteile habe, ist das natürlich... Ah, ich hatte ja noch meinen Raketenantrieb. Den habe ich ja gar nicht verwendet. Jetzt bin ich wieder an dem blöden Dings da hängen geblieben. Mann, ey. Jetzt, aber... Ich schaffe es. Was für ein Glück. Das war bei Spind nicht richtig so. Ach, wo müssen wir denn jetzt hin? Wo müssen wir denn jetzt hin? Hier ist ja nix. Hier ist nix. Da hinten lang. Ach du Kacke. Ich habe gar keinen... Und denn... Ah, hier ist auch kein Speicherpunkt. Das ist natürlich äußerst fies. Weil... Ich traue mich jetzt gar nicht, aber da ist einer. Muss mal weiter gucken. Da ist noch einer, aber dann weiß ich immer noch nicht, wo ich hin muss. Oh. Ans Mikro muss ich. Das ist einer, den man nehmen kann. Und der auch. Aber den brauche ich jetzt nicht. Oh, das gefällt mir gar nicht. Hier hätte aber ruhig ein Speicherpunkt sein können. Ja. Ich sollte eigentlich, ja, das machen. Aber, naja. Und genau das meine ich. Das ist nämlich das Unfaire an dieser Stelle. Vielleicht sieht das Let's Play ja auch nie irgendjemand, weil ich die Nase voll hatte. Irgendwann. Wie jetzt zum Beispiel. Wir spielen noch nicht mal 10 Minuten. Ich bin schon wieder ein wenig bedient. Das hätte man doch besser lösen können. Was nützt es mir, wenn ich das Spiel so schwer mache, dass die User dann frustriert sind? Oder die Nutzer, die Käufer. Da habe ich doch auch nichts gewonnen als Entwickler. Also ich kann es mir nicht erklären. Wartet mal, ich probiere dann das jetzt mal so. Ich krieg ja nicht mal so ein Ding gegriffen da. Und da hinten hin. Wie soll man das schaffen, Mensch?
vor allen Dingen, ich habe ja dann mehr geschnittene Szenen wie alles andere. Ich lasse das laufen. Was ist jetzt passiert? Jetzt bin ich rausgeflogen aus dem Spiel. Warum auch immer. Ja. Was ist denn nun los? Oh, meine Güte. Nur mit der Brechstange. Aber ich bin hier noch drauf. Gut. Ah, mir ist nicht wohl dabei. Da hinten muss ich hin. Ich schaffe es. Und immer noch kein... Das sieht alles so gleich aus. Speicherpunkt. Aber ich bin irgendwo anders. Oh, ist das fies. Keine Speicherpunkte. Das schaffe ich nie wieder. Das verspreche ich euch. Da sag doch, ich schaffe es nie wieder. Da verlassen Sie ihn. Ich war schon kurz davor. Und guck mal, jetzt den ganzen Weg zurück. Also, manchmal muss man wirklich denken, da lässt einer seine Machtgelüste aus, um den Leuten zu zeigen, ja, das schaffst du eh nie. Was habe ich aber denn gewonnen, wenn derjenige sagt, ja, dann lass mich. Ich spiele das Spiel nicht zu Ende und ich kaufe mir auch keins mehr von dir. Super Sache. Scheiße, jetzt habe ich den nicht erwischt. Da war so eine Stelle, wo man rankam. Wenn ich jetzt hier aufhöre, dann bin ich gerade mal ein so einen Speicherpunkt weiter. Ich spiele jetzt fast eine Viertelstunde. So, das schaffen wir ja inzwischen. Jetzt ist alles wieder aufgeladen. Ja, aber der hat mich nicht richtig hochgezogen. Hey. Tja. Das müsste ich aber schaffen. So. Ich weiß jetzt nicht, woran ich hängen geblieben bin. Keine Ahnung. Aber das war eine blöde Seite. Da ging es nicht weiter. Oh, jetzt guck. Oh, nee. Lästig. Die ziehen einen regelrecht mit runter hier, die Jungs.
Sag mal, was soll das denn? Vielleicht werde ich das auch irgendwann abbrechen. Also mir macht es im Moment wieder mal überhaupt keinen Spaß. Ich habe mir gedacht, ich fange da mal wieder mit an und mach weiter. Ich habe jetzt wirklich eine ganze Weile ausgesetzt und erstmal Stücks beendet, weil das das Projekt danach sein sollte. Aber irgendwie ist das mehr Frust als Lust. Und macht nicht so richtig Spaß. Mann, ich habe wieder keinen gehabt, um den Strahl aufzuladen, glaube ich, ne? Da gucke ich ja jetzt auch gar nicht rauf. Das kann ich auch gar nicht. Ich muss mich auf den Weg konzentrieren. Jetzt wird schon wieder nichts hier. Na doch. Gut, das haben wir schon mal geschafft. Ah, ich habe ja keinen mehr. Den habe ich ja schon verbraten. Scheiße, den hätte ich da jetzt gut gebrauchen können. Und ich überlege gerade, wie man das mit einem Controller spielt. Das ist ja gar nicht spielbar. Ja, vielleicht gibt es ja so eine Hilfe, die man ja für die... Jetzt hat er sich wieder nicht da aufgeladen. Warum? Fast 20 Minuten. Raus kommt dann nachher 5 oder so. So, und jetzt kriege ich einen trockenen Hals. Aber wie? Kurze Pause. Hol mir was zu trinken. So. Schneide ich sowieso raus. Wird ein Bastelspiel, wenn ich es denn mal je schaffe. Jetzt habe ich anstatt das Ding zu greifen... Quatsch, das Ding zu greifen, diesen Dings anzuvisieren. Hab ich jetzt hat er mich hier noch fast runtergezogen. Na, es geht aber noch glatt. Dass es hier keine Speicherpunkte gibt. Das ist ja wohl... Oh. Ja, ich hätte an die Plattform, aber jetzt leuchtete ja nicht auf, an dieser Aufladekristalle kommen müssen. Zu Beginn hat das Spiel ja noch Spaß gemacht, aber das hat ganz schnell nachgelassen. Jetzt habe ich Mist gebaut. Kann ich mich auch gleich runterfallen lassen. Den brauche ich ja zum Ende.
kann nicht sein. Ich kann doch nicht so ein 1 Millimeter oder 3 Pixel Flächendings da als Triggerpunkt lassen oder als Hotspot. Wer denkt sich sowas aus? Dabei ist es doch hier die ganze Fläche. Ich verstehe das nicht. Oder die Steuerung ist, oder die Erkennung ist nicht genau genug. Kam kein Dingen. Also hier dieses, wurde nicht dick. Ganz fair. Geht doch. Oh, das war's wieder. Einmal kurz gezuckt, weil man dachte, das hat klappt nicht. Da war's das. Das ging schon mal.